Wir haben bewegende Momente erlebt zwischen September 94 und März 95. In 16 Spielen hat sich Alba Berlin von einem internationalen Nobody zum König des Courage Cup entwickelt. Der Sender Freies Berlin war ein ständiger Begleiter und der Griff ins Fernseharchiv lässt Historisches noch einmal aufleben. Es begann in der ersten Runde glücklicherweise mit einem Freilos. In der zweiten Runde spielten wir dann gegen die ungarische Spitzenmannschaft aus Salaegerszeg. Wir konnten beide Spiele deutlich gewinnen. In der dritten Runde hatten wir dann den ersten harten Brocken. Das war der damalige französische Tabellenführer Ida Dijon. Wir gewannen das Hinspiel in Frankreich mit 81-72. Das Rückspiel fand dann am 2. November statt. Die Franzosen, wie gesagt, in Frankreich in der Spitze mit dabei, punktgleich mit dem Tabellenführer. Eine ganz gefährliche Mannschaft. Rebound durch Gunter Behnke und dann schneller Gegenangriff, Fast Break genannt im Basketball. Und Henrik Rödel, einer der Nationalspieler im Berliner Team, kann verwandeln. 4-0, die Führung gleich in der Anfangsphase. Das war natürlich das, was man sich vorgestellt hat. Dann die Franzosen, immer gefährlich durch Ian Lockhart, einen der Amerikaner im Team. Der zweite ist Skeeter Henry, ihn werden wir noch in Aktion sehen. Ali Begovic, schöne Körpertäuschung, der Mann mit einer Sprunggelenksverletzung in die Partie gegangen, gestern im Training noch umgeknickt. Viele fragten sich, würde er das durchhalten können, aber er lieferte ein ganz großes Spiel und war vor allen Dingen in der Anfangsphase der beherrschende Mann auf dem Parkett. Sascha Obradovic in der ersten Halbzeit vor allen Dingen als Ballverteiler glänzend, der Serbe. Dann wieder Teoman Alibegovic. Ja, er konnte heute loswerfen, was er wollte. Er traf fast alles. Teoman Alibegovic hier mit seinem Korb zum 29-16, ein 3-Punkte-Wurf. Die Berliner setzten sich im Verlaufe dieser ersten Halbzeit ein bisschen ab. Wieder Ian Lockhart, der bei der Universität von Tennessee gespielt hatte und dann aber gleich der Gegenzug nicht aufgepasst in der Defensive, hatten da die Franzosen und Teoman Alibegovic nutzte diese sich bietende Chance eiskalt. Starke Gegenwehr jetzt noch einmal, vor allen Dingen dort, wie gesagt, bei dem Rebound unterm Korb. Da hatten sie immer wieder Probleme, die Berliner. Und Alexandre Nelcha, ein Franco-Venezuelaner, konnte dort den Ball sicher verwandeln. Aber dann auf der Gegenseite wieder dieser 3-Punkte-Erfolg durch Stefan Beek, den Kapitän. Und ein sicherer Vorsprung von 10 Punkten zur Pause, 54-44. Sascha Obradovic versuchte in die Zone zu gehen und dann war eben außen der Mann frei. Der Backpass, der Pass zurück und Sebastian Machowski mit einem 3-Punkte-Wurf zum 71-54. Also in dieser Phase 17 Punkte Vorsprung und doch schon das Ganze eine sichere Sache, zumal die Franzosen Abschlussschwierigkeiten hatten. Und dann der Fast Break, erster Rebound von Behnke und dann der Dunking von Sebastian Machowski, bisschen lange, allerdings hat er da am Korb gehangen. Werden wir gleich in der Zeitlupe nochmal sehen, das ist seit dieser Saison nicht mehr erlaubt. Sie versuchten es jetzt, die Franzosen in der Schlussphase mit einer aggressiven Deckung schon im Vorderfeld, das Anspiel und den Spielaufbau der Berliner schon zu verhindern. Die spielten cool und clever ihr Pensum runter. 30 Sekunden Angriffszeit hat man ja. Man versuchte, die Uhr herunterzuspielen, um dann erst kurz vorher abzuschließen. Wieder Teoman Alibegovic. Klasse nachgesetzt hat dort Henrik Rödel, der sich zurecht freuen durfte. 29 Punkte für Henrik Rödel. Auch von ihm eine klasse Leistung. Er damit der beste Werfer auf Berliner Seite. Und dann klappt es auch mit den Rebounds besser. Und ein Rebound ist immer die Voraussetzung für einen guten Schnellangriff. Wieder abgeschlossen durch Henrik Rödel. Glatter Vorsprung für die Albatrosse in der Schlussphase. Oft waren es gar 20 Punkte. Einmal kamen die Franzosen noch bis auf 11 wieder heran. Aber ansonsten eine sicher kontrollierte Partie durch die Berliner, die sich dann schon an der Seitenlinie freuen konnten über ihre zweite Fünf, wenn man so will, sozusagen, die die Schlussphase bestritt. Der letzte Korb, der Schusspunkt, gesetzt von Sebastian Machowski zum 106-88 Erfolg. Mit dem Erreichen der Hauptrunde hatten wir eigentlich unser Ziel schon erreicht. Wir haben gemerkt, dass wir mit der Spitze in Europa mithalten können. In dieser Hauptrunde trafen wir wieder auf eine französische Mannschaft. Den Gegner war Poates. Leider wurde es zum kleinen Fiasko. Ja.
Die Franzosen im Aufbau mit Bruno Am, ein Nationalspieler. Die Mannschaft gespickt mit international erfahrenen und renommierten Leuten, unter anderem auch mit zwei Amerikanern, die NBA-Erfahrung haben. Wieder Bruno Am. Schön freigespielt hat er sich da an Sascha Obradovic vorbeigedrängelt und dann der Dreier zur Führung für Poortes 3:2. Das Ganze noch in der Anfangsphase. Wieder Bruno Am, aufmerksam. Dort Stefan Beck, der Kapitän der Berliner, und schneller Gegenzug, Fastbreak, ohne Angst zum Korb gezogen. Und 2 Punkte für die Berliner. Henrik Rödel, Ingo Freier mittlerweile in die Partie genommen. Sascha Obradovic mit einer kleinen Pause auf der Bank. Und Ali Begovic, klasse Aktion vom Slowenen, der beste Werfer seiner Mannschaft war an diesem Tag mit 25 Punkten. Teoman Ali Begovic. Die letzte Spielminute in der ersten Halbzeit. Gadou, auch er ein Nationalspieler, hat hier keine Mühe. Der Weg ganz frei für den Franzosen und 45:41. Dann kurz vor der Pause noch diese Aktion, fast schon weggeworfen der Ball. Aber dann kommt dort noch einmal Guino heran und markiert den Pausenstand zum 47:41. 6 Punkte Rückstand, das ist nicht die Welt im Basketball. Das wissen wir, liebe Basketballfreunde. Und da ist noch einiges drin für die zweite Halbzeit. So dachten auch die Berliner. Henrik Rödel auf Teoman Ali Begovic. Einen guten Start erwischen, das war jetzt wichtig. Und ein Dreier vom Slowenen, glatt durch die Reuse. Winslow, 1 gegen Henrik Rödel. Und dann mit einem Dunking abgeschlossen. Keine Chance für einen der besten Verteidiger im Team der Berliner, vielleicht sogar in der Basketball-Bundesliga. Und dann dieses Foul von Gunter Behnke, wieder von Philipp Bellmann, dem Schweizer Schiedsrichter, gepfiffen. Warum, fragen wir uns? Denn da war Gunter ganz klar mit der Hand am Ball und verständlich seine Aufregung in dieser Situation. Er stand mit dem Unparteiischen nicht gerade auf bestem Fuß. Ali Begovic gegen Konrad Metkay. Wie gesagt, ein Sprungwunder, immer wieder Blocks in der Verteidigung. Und dann zeigt Henrik Rödel, wie man es eigentlich machen muss. Mit Mut rangehen, in die Zone reinziehen, reingedankt den Ball. Dann hat der Gegner auch wenig Chancen, ihn noch abzulösen. Ali Begovic nochmal. 25 Punkte für ihn, 22 für Sascha Obradovic. Und Okolacha zeigt, dass er seinen Einsatz durchaus verdient hatte. Der Junior geht ja noch zur Schule, möchte in dieser Saison sein Abitur machen und dann in der nächsten Saison vielleicht an einem amerikanischen College spielen. Hier nochmal die Sicht von ganz oben. Okolacha im Rebound, im Offensiv-Rebound und auch in der Verteidigung durchaus eingewimmt und die Franzosen nochmal wieder im Ballbesitz. Bruno Am, der Spieler. Klasse um Obradovic herumgewunden und dann zeigt er ihm noch, wie locker er ihn eingeknickt hat. Und Svetislav Pešić wusste, dass diese Partie verloren war. Da war nichts mehr zu machen in dieser Begegnung, zumal dann noch einmal ein Dunking folgte, in diesem Fall durch Konrad McRae. Stefan Beck und geblockt vom Sprungwunder aus Amerika. Auch das eine Spezialität des Amerikaners, die er hier einige Male zeigte. Und René Coco, beziehungsweise Ronny Coco, der in der Schlussphase noch eine Einsatzchance erhielt. Zum Endstand von 101:82. Das erste Spiel ging verloren, aber man soll die Hoffnung nicht aufgeben. Ja, die Niederlage gegen Poortes hat uns nicht umgeworfen, obwohl viele Kritiker meinten, dass wir scheitern werden. Eine Woche später kam dann der damalige italienische Tabellenführer zu uns und Verona hat uns wohl ein bisschen unterschätzt. Die Albatrosse im Angriff mit Stefan Beek und für Obradovic war Ingo Freier in die erste Fünf, in die Starting Five der Albatrosse gerückt. Ballverlust durch Henrik Rödel und das ist der Amerikaner im Team der Italiener, das ist Billy Edwards, der hier ebenfalls nicht erfolgreich sein kann, da allerdings der Schnellangriff, der Gegenzug, abgeschlossen diesmal sicher von Henrik Rödel, die Führung für die Berliner, die ausgesprochen engagiert zu Werke gingen in der Verteidigung in den Anfangsminuten.
Immer wieder zwangen sie die Italiener dazu, Würfe aus weiter Distanz zu nehmen und versuchten dann gleich dagegen zu halten. Stefan Bilk, der Kapitän, die 7:0-Führung für den Gastgeber schon nach 3 Minuten. Davide Bonora. 1 gegen 1, klasse durchgezogen, super gemacht und zum ersten Mal die Führung für die Italiener, 18:17 in diesem Moment. Svetislav Pešić, wie man ihn kennt. Sehr gut zugemacht von Gunter Behnke. Und Fehlversuch von Giacomo Galanda. Dann auf der Gegenseite Alibegovic. Muss noch zählen, dieser Korb. Obwohl dabei in dieser Situation auch ein Foul erfolgte und er dann anschließend noch einen Freiwurf bekommt. Schauen wir nochmal. Gegen Caneva. Klasse mit Handwechsel auf links. Das ist eine Wurfhand. Jetzt ruhig spielen, neu organisieren, so wie es Henrik Rödel anzeigt. Kontrolle im Angriff. Alibegovic, ihn suchten sie immer wieder. Und er spielte stark, auch wenn er hier ein bisschen Glück hat, dass der Ball den Weg durch die Reuse noch findet. Aber trotzdem, klasse gemacht von Teoman Alibegovic. 35:22 stand es jetzt in dieser Situation für die Berliner. Und dann unmittelbar vor der Pause noch einmal Bill Edwards. Seine beste Szene in der ersten Halbzeit. 38:26 und dann am Ende der Halbzeitstand in dieser Partie. 40:27, also 13 Punkte Vorsprung für die Albatrosse. Jetzt nur nicht nervös werden gegen dieses Spitzenteam. Ich sag's nochmal, gegen den Spitzenreiter der italienischen Serie A1 der italienischen Nationalliga. Und Henrik Rödel zeigte, wie man's machen muss. Zum Korb gehen mit Mut und dann auch mit ein bisschen Glück bei diesem einhändigen Wurf von Henrik Rödel, der eine ganz große Partie machte. Sascha Obradovic sehr gut vertrat im Aufbau und auch in der Verteidigung gegen Edwards. Das sehen wir hier, sehr, sehr gut spielte. Auch wenn er gegen dieses Tip-In dann von Galanda, von Giacomo Galanda, nichts mehr macht. Gut verteidigt, aufmerksam in der Deckung agiert und dann der Gegenzug und der Versuch, den Ball unter den Korb zu bringen und da durchzuziehen. Und das macht Henrik Rödel in dieser Situation, der mittlerweile auch Roberto Della Vecchia, der Kapitän der Italiener, mit 5 Fouls bereits auf der Bank. Ab sofort Ball unter den Korb, weil Begovic oder weniger Begovic geht nicht runter. Ab sofort! Ja, er war sauer, denn man hatte sicher geführt und hätte diese Partie ganz, ganz hoch gewinnen können. Aber die Italiener blieben, wie gesagt, dran. Und wer weiß, vielleicht entscheidet ja mal auch, wie man dann in Italien abschneidet. Denn dahin müssen die Berliner noch reisen. Am Ende durch Stefan Beek noch ein Korb zum Endstand in dieser Partie. Die Berliner gewannen mit 76:66. Gegen SC Hernandez Madrid haben wir leider verloren. Dafür haben wir überraschenderweise gegen Pau Tess in Frankreich 80:78 gewonnen. Danach haben wir leider in Verona auch verloren. Und danach kam es dann im letzten Spiel auf alles ran gegen Estudiantes Madrid. Alba Berlin in den blauen Trikots in der ersten Halbzeit von links nach rechts spielen gegen die Madrider, die bei einem Sieg auch weiterkämen. Eine ganz spannende Konstellation in dieser Kurac-Gruppe B. Stefan Beek und Henrik Rödel mit den ersten beiden Punkten für die Gastgeber vor 3.500 Zuschauern in der ausverkauften Sporthalle Charlottenburg an der Semmeringstraße. Ein nervöser Auftakt von beiden Teams, viele Fehlversuche in der Anfangsphase und dann die Spanier. Schön freigespielt, der spanische Nationalcenter Orenga, der hier 2 Punkte für sein Team markieren kann. Im Aufbau Henrik Rödel, Ingo Freier in der Starting Five, in der Anfangsausstellung Sascha Obradovic, der zweite Ausländer im Team. Noch auf der Bank, wird noch geschont, er war ja lange verletzt. Und Teoman Alibegovic mit 2 Punkten für Alba Berlin. Er, das Geburtstagskind, 28 Jahre, wird er heute alt. Svetislav Pešić, wie immer, das Kaugummi bemüht. Und wieder ein Fehlversuch von Ingo Freier, der kein glückliches Händchen in der Anfangsphase hatte und dann
in der Partie Sascha Obradovic, jetzt am Ball, sollte das Spiel seiner Mannschaft organisieren. Ihn brauchten sie dringend in dieser Begegnung. Obradovic. Drei-Punkte-Versuch und erfolgreich, wenn auch mit etwas Glück, aber was soll's. 18:17 stand es in dieser Situation für Alba Berlin. Sie schafften es einfach nicht, sich so richtig abzusetzen vom Gegner, auch wenn sie sich bemühten. Henrik Rödel, wieder ein Drei-Punkte-Versuch und 21:17, endlich einmal 4-Punkte-Vorsprung für die Gastgeber. Aber gleich die Antwort auf der anderen Seite von Juan Antonio Orenga, dem Nationalspieler. Ali Begovic, jetzt sah es schon etwas besser aus. Man wollte natürlich probieren, noch vor der Halbzeitpause, vor den ersten 20 Minuten, so ein kleines Polster zumindest zu legen. Eine kleine Grundlage, und dafür ist natürlich immer wieder Voraussetzung die gute Arbeit in der Defensive, wie gerade von Theo Mann, Öztürk und dann Sebastian Machowski mit einem 2-Punkte-Wurf, 35:28. Jubel bei den Fans, Begeisterung in der Halle. Aber die Spanier blieben dran, auch nach diesem Wurf von Sebastian Machowski, konnten verkürzen auf 45:41 die letzten Sekunden vor der Pause. Noch einmal aggressive Verteidigung, sehr gut gespielt von den Berlinern. Und dann Stefan Beck. Sascha Obradovic, nur noch wenige Sekunden auf der Uhr. Er muss ziehen, er muss werfen, er muss noch was probieren. Er schafft es, er kommt durch. Und 47:41 nach 20 Minuten, 6 Punkte Vorsprung. Das ist nicht viel im Basketball, meine Damen und Herren. Und das Zittern in der Halbzeitpause bei den Fans ging natürlich weiter. Begeisterung, dass die Mannschaft überhaupt führte. Ein einfacher Sieg reicht ja nicht. Man muss Madrid schlagen und dann ist man, wie gesagt, noch auf die Nachbarschaftshilfe, auf die französische, vom Poates gegen Verona angewiesen. Denn würde Verona gewinnen, dann hätte man das gleiche Punktverhältnis wie die Italiener und die sind im direkten Vergleich besser. Umgekehrt ist es für die Spanier. Die sind besser als Verona. Sollten sie Alba schlagen, dann wären sie in der nächsten Runde. Poates ohnehin auf dem ersten Platz und ein Dreier von Obradovic war ein glänzender Auftakt in der zweiten Halbzeit. Orenga immer mit Drang zum Korb und Harper Williams, klasse Block von Gunter Behnke, 2,21 Meter groß und seine ganze Länge wirft er hier sozusagen in die Waagschale. Sauber oben weggepflückt, ganz klar diese Aktion. Stefan Weg aus fast unmöglicher Position und ganz schnell genommen dieser Wurf, ein 3-Punkte-Wurf. Klasse, jetzt auch die Rebound-Arbeit da hinten unter dem eigenen Korb. Schneller Gegenangriff, Fast Break und Stefan Weg erfolgreich zum 66:47. Schön den Gegner ins Leere laufen lassen, diese kleine Finte zum Schluss. Es lief glänzend für Alba Berlin. Was macht Poates? Wir wissen es zu diesem Zeitpunkt selbst nicht, meine Damen und Herren. Die Spannung schier unerträglich. Man ist ja einfach noch auf die Franzosen angewiesen. Und was man selber tun konnte, das tat man vor 3500. Klasse nachgesetzt von Okulacha, der Mann, der in Nigeria, in Lagos geboren wurde, eine deutsche Mutter hat und hier ganz hervorragend nachsetzte und einen Tipp in Dank schaffte nach dieser glänzenden Aktion zunächst von Sascha Obradovic. Okulacha, zack, da ist er drin. Und dann Theoman Öztürk, auch er traf. Am Ende ein glatter 107:80 Erfolg für Alba Berlin. Aber wie gesagt, da fehlte ja noch ein Sieg, nämlich der von Poates gegen Verona. Und wir fragen Dieter Gruschwitz, was macht die deutsch-französische Freundschaft? Die Frage gebe ich gerne weiter an Stefan Beck, Kapitän von Alba Berlin. Wir wollen die Spannung jetzt auflösen. Seid ihr weiter? Ja, wir sind weiter und die Franzosen haben gewonnen. Und vielen Dank an Frankreich. Wir freuen uns. Wir befinden uns hier im VIP-Raum in der Sporthalle Charlottenburg. Stefan hat es verkündet. Die Mannschaft selber hat es ja erfahren, ungefähr eine Viertelstunde nach Spielende. Ihr habt da alle im Anstoßkreis, im Mittelkreis gesessen. Das waren sehr bewegende Bilder. Wir spielen die vielleicht mal kurz ein. Schauen wir mal, ob sie auf dem Monitor da sind. Ja, da habt ihr gesessen und plötzlich kam dann das Zeichen vom Präsidenten. Wie groß war denn die innere Anspannung für ihn? Ja, wir haben da versucht, so ein bisschen unser eigenes Voodoo zu machen und hat vielleicht geholfen. Ich habe dann gesehen, wie der Präsi reingekommen ist, so ganz weiß um den Mund und ganz roten Kopf und er konnte gar nichts sagen, machte nur mit dem Daumen. Und das so eine innere Anspannung, die dann losgeht von einem. Und wir haben dann ein bisschen abgefeiert und mit den Zuschauern haben sogar wie im Fußball eine Ehrenrunde gedreht.
Das Viertelfinale war für mich ein ganz besonderes Erlebnis. Und musste ich gegen Filodoro Bologna, meine alte Mannschaft, ich musste gegen die spielen. Das ist das kleine Häuflein der mitgereisten italienischen Fans. Die Italiener, der Spitzenreiter aus Italien, Filodoro Bologna, in der ersten Halbzeit in den weißen Trikots von rechts nach links spielen. Eins der Schlüsselduelle dieser Partie, Djordjevic mit der Nummer 10 gegen Albas Sascha Obradovic. Zwei Landsleute, zwei Jugoslawen, die sich intensiv behaken im Verlaufe dieser Partie. Frosini für 10 Millionen Mark von Verona nach Bologna gekommen. Die Nachwuchshoffnung auf der Centerposition in Italien mit den ersten beiden Punkten für seine Mannschaft. Sauber abgeblockt wurde da Teoman Alibegovic. Passbreak, Schnellangriff, schneller Gegenstoß durch Esposito und die 4:0-Führung für die Italiener in der Anfangsphase. Wie gesagt, 4000 Zuschauer in der Sporthalle Charlottenburg. Immer wieder Decken in der italienischen, Lücken natürlich in der italienischen Deckung und die nutzte in diesem Fall Henrik Rödel gekonnt aus. Schön auch der Pass von Stefan Beek, der dieser Situation voranging. Und dann die Italiener mit Gay und Frosini. Immer wieder dieses Spiel da unten von der Grundlinie hoch auf die Freiwurfposition. Und da war Frosini vor allen Dingen in der Anfangsphase ein sehr erfolgreicher Werfer. 4 Punkte Vorsprung für Filodoro. Stefan Beek, der Kapitän. Henrik Rödel und wieder so ein Loch. Und das nutzt Gunter Behnke mit einem Dunking der 2,21 Meter Center der Berlin. Schön gesehen von Henrik Rödel. Und dann ist Behnke da, keine Mühe für den Langen, den Ball durch die Reuse zu stoppen. Sascha Obradovic versuchte das Spiel zu organisieren, der Berliner. Stefan Beek. Und wieder Obradovic. Klasse herumgewunden um seine italienischen Gegenspieler und dann noch so ein kleiner Spin, ein kleiner Dreh und der Ball sicher versenkt. Sebastian Machowski. Mittlerweile in die Partie gekommen. Da ist er am Ball. Sascha Obradovic sucht dort Alibegovic anzuspielen und der bedient klasse Sebastian Machowski. Ein 3-Punkte-Wurf aus größerer Distanz. Sie wissen, 6,25 Meter mindestens die Entfernung. Sicher durch die Reuse. 9 Punkte Vorsprung gegen den Spitzenreiter, wie gesagt, aus der Serie A1 in Italien. Zusammen mit dem Lokalrivalen Buckler Bologna liegt man dort auf dem Platz an der Sonne und dann Alexander Djordjevic ebenfalls mit einem Dreier antworten, der noch vor kurzem von der italienischen Fachzeitschrift Giganti di Basket zum Basketballer Europas gewählt worden war, der Jugoslawe. Alibegovic und dann Obradovic versucht direkt zu antworten und schafft das auch 27:18 nach diesem 3-Punkte-Wurf von Sascha Obradovic. Die Fans begeistert, die Partie vielleicht nicht hochklassig, aber von beiden Seiten sehr intensiv, sehr engagiert und mit viel taktischer Disziplin geführt. Dan Gay in der Zone kaum zu stoppen, der 33-jährige Routinier, Kapitän und Amerikaner im Team von Filodoro. Obradovic, Ballgewinn, Fastbreak, Schnellangriff und oben einfach reingedrückt, der 1,97 Meter Anja. Mit einer ungemeinen Sprungkraft ausgestattet. Das zeigte er schon einige Male während dieser Saison. Nach einer Knieverletzung vielleicht kraftmäßig noch nicht ganz wieder der Alte, aber natürlich wichtig, dass er dabei war. 6 Punkte Vorsprung kurz vor der Pause. Noch einmal Henrik Rödel, wieder glänzend freigespielt und sich toll durchsetzend dort unter dem Korb der Italiener. Da wird er noch gefoult dabei und wird dann noch einen zusätzlichen Bonuswurf von der Freiwurflinie hinterherbekommen. Der Ball tanzt auf dem Ring und dann bringt Öztürk die Finger dazwischen und deswegen zählt dieser Wurf 2 Punkte, 43:33. Dann konnten die Italiener verkürzen, die letzten Sekunden vor der Halbzeit, Freier noch einmal. Nichts wurde daraus, 43:35, der Halbzeitstand, 8 Punkte Vorsprung. Gegen, ich sag's nochmal, den italienischen Spitzenreiter, eine klasse Leistung der Berliner, honoriert auch von den Fans. Die zweite Halbzeit,
Deoman Alibegovic. 47:35 zu diesem Zeitpunkt die größte Führung für die Berliner in dieser Partie. 12 Punkte Vorsprung für die Albatrosse. Georgevic, ein heißes Duell, was er sich da lieferte mit Sascha Obradovic. Und sie versuchten immer wieder aus der 3-Punkte-Distanz zum Erfolg zu kommen. Und da zeichnete sich vor allen Dingen Peluti aus, der mit 6 Dreiern am Ende erfolgreichster Werfer seiner Mannschaft war. Ein 2-Punkte-Versuch kam auch noch dazu. Er erzielte 20 Punkte für sein Team und die Italiener kamen heran. Die Albatrosse hatten in dieser Phase der zweiten Halbzeit große Schwierigkeiten, ihr Spiel zu organisieren. Sascha Obradovic. Gefährlicher Pass dort über die Zone herüber. Stefan Beek mit diesem Fehlversuch, der Kapitän der Berliner. Und dann schneller Gegenzug durch die Italiener. Wieder Claudio Peluti und wieder überhaupt nicht zu stoppen. Der Forward, der Flügelspieler, der Italiener, der hier erfolgreich ist. Nur noch 47:41 nach diesem Dreier von Peluti und Fehlversuch von Obradovic auf der Gegenseite. Georgevic zieht locker in die Zone. Alibegovic schon mit 3 Fouls belastet, kann da auch nicht mehr so richtig eingreifen. Und zum ersten Mal die Italiener ganz nah dran. Wie gesagt, in der zweiten Halbzeit vor allen Dingen eine Partie, bei der die kämpferischen Akzente noch mehr betont wurden als schon in der ersten Halbzeit. Großartig anzusehen war dann aber diese Szene von Obradovic, artistisch gemacht, seine Aktion zum 60:56. Das schauen wir uns nochmal an. Da hatte eigentlich kaum noch eine Chance hereinzukommen, windet sich um alle herum und dann noch sicher abgelegt, obwohl in der zweiten Halbzeit nicht mehr so gut treffen wie in dem ersten Durchgang der Berliner Spielmacher auf der Point Guard Position Nummer 1. Teoman Alibegovic, endlich mal wieder ein 3-Punkte-Versuch von ihm, der erfolgreich war. 63:56, wieder 7 Punkte Vorsprung für die Berliner. 77:72, nur noch wenige Sekunden auf der Uhr, jetzt bloß kein Foul mehr. Aber dann gab es doch noch eins und noch einen Freiwurf durch Georgevic zum Endstand von 77:73. Die Albatrosse gewannen, verkauften sich hervorragend. Ob es zum Weiterkommen reicht, das wird erst das Rückspiel in einer Woche in Bologna zeigen. Aber der deutsche Basketball wurde einmal mehr von den Berlinern würdig vertreten. Nach unserem Sieg gegen Bologna wussten wir, dass eigentlich alles für uns drin war. Und eine Woche später schaffen wir auch ein Unentschieden in Bologna. Und bei dem Spiel wurde Teoman Alibegovic begeistert gefeiert. Ja, wir haben dann am 15. Februar das Halbfinale erreicht gegen die spanische Mannschaft aus Cáceres. Alba Berlin in den blauen Trikots in der ersten Halbzeit von links nach rechts spielen. Meine Damen und Herren, mit Henrik Rödel und das ist Sascha Obradovic. Das sind die beiden, die das Spiel organisieren bei den Albatrossen. Erster Versuch, natürlich ein bisschen Nervosität hier in der ausverkauften Halle. Und dann Teoman Alibegovic, Deutschlands Basketballer des Jahres. Der Slowene mit den ersten beiden Punkten, die 2:0-Führung für Alba Berlin. Alibegovic und Obradovic, die beiden Ausländer im Team der Berliner. 2 sind ja pro Mannschaft erlaubt bei den Amerikanern, bei den Spaniern natürlich Brown und Sellers, 2 Amerikaner. Schneller Gegenzug, gut aufgepasst in der Deckung und dann Stefan Beek, der Kapitän der Mannschaft mit der 4:0-Führung für Alba Berlin. Also das, was man den sprichwörtlichen Auftakt nach Maß nennt. Brabender, eigentlich ein Amerikaner, wir könnten eigentlich auch sagen Brabender. Aber mittlerweile eingebürgert in Spanien. Er musste das Spiel organisieren für den verletzt fehlenden Nationalspieler Soler. Und er hatte es schwer, zumal er als Gegenspieler teilweise zumindest Sascha Obradovic hatte, der hier die Kugel abluchsen kann und dann auf spektakuläre Art und Weise vollendet. Die Spanier hatten es schwer, denn die Berliner spielten einmal mehr ihre Stärke aus, ihre gute Verteidigung. Aber dann kamen sie so ein bisschen aus dem Rhythmus. Raymond Brown, immer wieder die beiden schwarzen Amerikaner, die dafür sorgten, dass die Spanier dranblieben. 2 Punkte für den 2,04 Meter Center der Spanier. Schön auch in der Zeitlupe zu sehen, dass Gunther Behnke, der lange 2,21 Meter Mann der Berliner, da hinten in der Deckung in dieser Situation machtlos war. Und dann ein Korb von Brabender, der zählt, auch wenn er gefoult wurde bei dieser Wurfaktion. Die Schiedsrichter lassen zu Recht diesen Korb gelten.
denn sonst würde man ja dem Spanier den Vorteil nehmen. Also, sie kamen wieder ein bisschen heran, 23 zu 14 nur noch. Und dann dieser mächtige Dunking, klasse gemacht von Rod Sellers, dem 2,5 Meter Center aus den USA. Obradovic, herrlich, wie er das gemacht hat. Ein ästhetischer, ein gewandter Spieler, der dann versucht, vom Mann wegzukommen und im Rückwärtsfallen praktisch gegen den Mann direkt werfend den Ball im Korb unterbringt. 32 zu 18 durch Sascha Obradovic, der nach längerer Verletzungspause jetzt wieder so langsam der Alte zu sein scheint. Fehlversuch, Rebounds gewinnen, den abspringenden Ball gesichert von Machowski, schneller Gegenzug und Henrik Grödel mit einem Dunking. Das ist dann auch Balsam für die Basketballseelen der Fans hier in der Sporthalle Charlottenburg. Klasse dieser Dunking von Henrik Grödel und die Berliner weiter sicher in Front. Immer wieder versuchten die beiden Amerikaner hier das Blatt zu wenden. Und einmal mehr war es Rod Sellers, der dann auftrete, wenn es drauf ankam. Die beiden mussten hier die Verantwortung übernehmen. Schauen wir uns diese Szene nochmal an. Schöner Turnaround-Jumpshot nennt sich der Sprungschuss aus der Drehung am Mann direkt. Keine Chance für die Berliner, da einzugreifen. Ein bisschen Probleme hier für Henrik Grödel. Aber dann Teoman Alibegovic, Backdoor, wie die Basketballer sagen. Durch die Hintertür, dahinter Korb praktisch, an der Grundlinie, lang geschlichen und die Kugel sicher verwandelt. Teoman Alibegovic. Erstmal warten, bis die anderen nachgerückt sind. Zum Beispiel Alibegovic mit einem Dreier. Großartig, Alibegovic mit 12 Punkten in der ersten Halbzeit. 13 für Henrik Grödel und 13 für Sascha Obradovic. Bei den Spaniern Sellers mit 12 Punkten, der beste Werfer, und Reyes mit 7. Aktueller Spielstand also zur Halbzeit nach den ersten 20 effektiven Spielminuten. 49 zu 32 für Alba Berlin. Karneval in der Sömmeringer Sporthalle. Gleich geht's weiter, live los hier bei uns mit der entscheidenden zweiten Halbzeit. Wir kommen genau richtig, meine Damen und Herren, zur zweiten Halbzeit. Ich sag's nochmal, 49-32, Sprungball. Und einmal mehr ist der lange Gunther dran. Schön gekämpft von Stefan Weg und die Kugel noch wieder zurückgebracht. Ballbesitz für die Berliner, die in der Anfangsphase bloß nicht nachlassen. Euphorie hier überall in der Pause. Alle sagen, na, die putzen wir locker weg. Aber Vorsicht, aufgepasst, sage ich nur, im Basketball kann viel passieren. Und 17 Punkte sind keine Garantie. Nicht leichtsinnig werden. Teoman Alibegovic. Ein Dreier. Sein dritter Dreier in dieser Partie und 15 Punkte für ihn. 52 zu 32, 20 Punkte Vorsprung für die Berliner. Gunter Behnke, ganz weit rausgerückt, um dort vorne zu verteidigen und dann gleich wieder hinten. Klasse Einsatz von Behnke. Schön gespielt. Schöner kann er nicht sein, der Basketball. Hinten den Rebound gekriegt, beziehungsweise den Block gesetzt, dann vorne blitzschnell auf Fastbreak umgeschaltet. Rödel hat auch 17 Punkte. Wollen wir ihn nicht verhehlen? Läuft gut jetzt. Schauen Sie sich das an. Wie gewann dieser Mann, Sascha Obradovic, von Roter Stern Belgrad in dieser Saison zu den Berlinern gekommen. Seine Gegner hier wie Slalomstangen umkurvt. Klasse Aktion von ihm. Nur durch einen Foul zu stoppen. Weiter ruhig herunterspielen die Sache. So wie hier. Stefan Weg. Drei Punkte wo für ihn. 74 zu 45. Fast 30 Punkte. 29 ganz genau. Vorsprung. Was wäre das für eine Sensation, meine Damen und Herren, wenn ein deutsches Team erstmals ins Europapokalfinale einziehen würde. Obwohl da ja noch ein Rückspiel ist. Aber wenn man hier so vorlegen kann, dann bin ich ziemlich optimistisch für die Berliner. Auch wenn hier Raymond Brown verkürzen kann, der Amerikaner. Im Moment pausierend Teoman Alibegovic. Gunter Behnke. Ja, Sprungschuss aus der Drehung. Ja, wenn man erstmal mit 30 führt, dann gelingt natürlich alles. 79-47 jetzt. 32 Punkte Vorsprung für die Albatrosse. Fernandes. Lockerer 3-Punkte-Wurf für ihn. Noch 3 Minuten in dieser Begegnung. Geht sehr schnell vorbei, diese zweite Halbzeit. Wenig Unterbrechung.
Öztürk, klasse. Bankshot, wie die Basketballer sagen. Mit Brett, Stefan Weg. Manchmal sind es vor allen Dingen diese leichten Schüsse, die daneben gehen. Da machen die Jungs die schwersten Dinger. Und dann hat man vielleicht nicht ganz die Konzentration für diesen Schuss und erzielt. Das waren drei Punkte von Theoman Alibegovic. Ja, da freuen sie sich. Zu Recht. Ein bisschen Glück gehört ja auch dazu. Wie heißt es so schön? Glück, wenn ich dieses deutsche Sprichwort mal bemühen darf, hat am Ende nur der Tüchtige. Nochmal ein Dreier. Glück gehabt, aber dann nochmal Ballverlust. Ein bisschen unkonzentriert sind die Herrschaften in der Schlussphase. Das muss ich leider feststellen. Und nochmal die Anfeuerungsrufe des Publikums. Sie wissen, worauf es ankommt. 11,2 Sekunden noch auf der Uhr. Defense, Verteidigung, Verteidigung. Und da machen sie doch noch einen. Und dann ist das Spiel vorbei. Und es endet mit 93-70. Tja, beim Rückspiel in Caceres kam es zu einer Premiere für Berlin. Der SFB übertrug das Spiel live in die Sommerringhalle auf einer riesen Leinwand. 3000 Zuschauer kamen hier in die Halle. Ich konnte leider nicht Caceres sein, aber auch nicht hier, weil ich verletzt war. Die ersten Punkte und sie fallen für Alba Berlin durch Theoman Alibegovic, die 2:0 führen. Fernandes und Rebound-Gewinn von Ademola Okulacha. Hat sich schon in den ersten 2 Minuten ausgezahlt, sein Einsatz. 2 Rebounds für ihn, einer vorne, einer hinten. Ganz, ganz wichtig in dieser Partie. Okulacha. Bisschen Pech beim Abschluss. Brown dort ziemlich weit draußen, nicht seine Position. Sprungschuss aus der Drehung am Mann. Der Ausgleich 2:2. Schön gemacht von Röde. Hat er nicht ganz die Traute gehabt, Obradovic da gleich hochzusteigen. Aufgepostet von Öztürk. Hey, der war wichtig. Bravo, Theoman. Und dann noch ein Foul dazu. Und ein Bonuswurf hinterher. Er muss doch zählen. Ja, jetzt ist er auch auf der Anzeigentafel. Obradovic, schöner Fadeaway. Klasse, der erste Schritt in den Main rein. Der zweite so ein bisschen nach hinten zurück. Keine Chance für den Verteidiger, da ranzukommen. 21:18. Soler, immer dasselbe Spielchen, versucht in die Zone zu ziehen. Zieht übrigens nur mit rechts. Geht fast immer nach rechts und dann versucht er zu stecken, den Mann anzuspielen, zum Beispiel Raymond Brown. Der Amerikaner sehr solide heute, das muss man sagen, 12 Punkte für ihn. Noch 1 Minute auf der Uhr und ein Punkt Vorsprung für CB Cáceres gegen Alba Berlin. Jetzt versuchen sie natürlich da Offensivfouls zu provozieren und dann ein Foul von Brown. Alibegovic tritt dort gegen die Werbebande. Er darf sich nicht provozieren lassen, auch wenn er hier einen Ellenbogen gefangen hat von Raymond Brown. Das Ding von der Nase wegstecken und dann verwandeln. Das bringt Selbstvertrauen. Sie sehen, er ist schon geklebt dort an der Lippe. Der zweite ebenfalls drin. Großartige Leistung bisher von Theoman Alibegovic mit 16 Punkten und 31:30. Der Spielstand für Alba Berlin, die letzten 40 Sekunden auf der Uhr in der ersten Halbzeit. Reyes.
Schöner Rebound von Ademola Okolaca. Und jetzt die letzte Offense ausspielen, obwohl sie etwas über 30 Sekunden ist. Also die Spanier werden auf jeden Fall nochmal einen Angriff haben in dieser Halbzeit. Alibegovic, klasse gemacht von Teoman Alibegovic. Soler beim Ballvortrag. Schaut auf die Uhr, jetzt muss langsam was passieren. Kein Foul mehr. Schrittfehler, oder? Nein, aus. Die Spielzeit abgelaufen. 33:30 führt Alba Berlin. Es könnte nicht besser sein. 20 Minuten ist die Mannschaft noch vom größten Erfolg in ihrer eigenen und in der Vereinsgeschichte des deutschen Basketball entfernt. Vom Einzug ins Finale des Korac Cups. Obradovic, Binke, gut angefangen, gleich gezeigt, dass man nicht bereit ist, hier aufzustecken. 35:30, die Führung ausgebaut auf 5 Punkte, die bisher höchste für Alba in dieser Partie. Soler immer noch auf dem Parkett, der spanische Nationalspieler. Er hat nicht die Traute für den Wurf, aber die hat in dieser Situation Fernandes, der Kapitän der Mannschaft. Obradovic, erstes 3-Punkte-Erfolgserlebnis für Sascha Obradovic. Schön gespielt, Alibegovic. Und der Sicherheitsdunking sozusagen von Gunter Binke, der da angeflogen kommt. Den haben sie heute in einer spanischen Zeitung hier im El Periódico Extremadura, in der Provinzzeitung hier in dieser kleinen wunderschönen Stadt, als La Bastión Defensa bezeichnet, als den Turm in der Schlacht, wenn wir das mal in die Sportreporter-Sprache übersetzen wollen. 43:45, knapp 5 Minuten gespielt. Und Sellers setzt sich jetzt etwas mehr durch. Ja! Wahnsinn! Wahnsinn, dieser Rebound von Ademola Okolaca, der da eingeflogen kommt, out of the blue, wie aus dem Nichts. Und hier einfach eindankt. Großartig, diese Szene. Rabenda. Und seit langer Zeit mal wieder eine Führung für den Gastgeber. 57:56. 8:30 noch auf der Uhr. 1 Punkt Vorsprung für CB Kassel. Das wird eine Party geben hier heute Abend. Und sicherlich auch in Berlin, in der Sömmeringhalle, wo so viele zuschauen und so viel Anlass zur Freude haben. Binke mit einem Dunking zum Ausgleich, zum 68:68. Und Teoman Alibegovic nochmal mit der Möglichkeit. Zählt der noch? Müssen wir auf den Schiedsrichter achten? Ja, sagt Herr Dorisson aus Frankreich. Der ist drin. 21,8 Sekunden vor Schluss. Und der ist schon wieder nicht auf der Tafel. Also ich meine, der Korb hätte gezählt. Jetzt schreiben sie sogar 2 Punkte bei... Na, jetzt haben sie es gemerkt, sie hatten 2 Punkte bei Cáceres aufgeschrieben. Jetzt ist es richtig. 73:72 und jetzt 74:72 für Alba Berlin. Ja, die Jungs gewinnen hier vielleicht sogar. Donnerwetter, Respekt vor dieser Mannschaft. Chapeau, da kann man nur den Hut ziehen. Noch 10 Sekunden in dieser Begegnung, dann ist es vollbracht, um es mal so zu formulieren. Raymond Brown, die letzte Möglichkeit. Noch einmal Soler, noch einmal scheitert er. Eher vielleicht sowas wie die tragische Figur in dieser Partie. Und jetzt ist die Begegnung vorbei. Der wird nicht mehr zählen. Und Alba Berlin gewinnt mit 74:72. First final match was on 8th of March in Milano. And I had a pretty good day. Keine Überraschung bei den Albatrossen. Binke, Rödel, Obradovic, Okolaca und Teoman Alibegovic, die die erste 5 bilden. Und dann gleich der erste Ballverlust. Fučka, Alberti,
Das ist vielleicht Ihr gefährlichster Mann, der dort gerade am Ball ist. Einer der gefährlichsten auf jeden Fall. Gentile, dann natürlich Ihr Ausländer mit der 4, Bodiroda. Nur ein Ausländer im Team von Stefanel Mailand, der zweite. Walter Palmer, früher bei Ludwigsburg spielend, konnte für die Europapokalspiele nicht mehr gemeldet werden. Erster Korberfolg. Fast-Break-Möglichkeit, Hendrik Grödel. Schick hat er das gemacht. Der Ausgleich 2:2. Alibegovic, klasse gemacht. Der Linkshänder mit einer seiner Spezialitäten, das Ziehen in die Zone, Penetrieren, im Basketball genannt. Verkürzt auf 4:6. Futschka, 2,14 Meter, aber ganz behende am Ball und das ist gefährlich. Gentile aus der Entfernung schießt sofort nach Ballerhalt. Okulaca. Obradovic, erster Dreierversuch. Und klasse, dieser Offensiv-Rebound und gleichzeitig mit Tip-In verbunden von Ademola Okulaca, der 19-Jährige, wie wir es von ihm kennen in den letzten Situationen, mit Herz und mit Kampfkraft. Obradovic. Oh, so viel Glück muss der Mensch erstmal haben. Ein Drei-Punkte-Wurf von ihm. Alibegovic, auch er mit einem Dreier. Und dann die erste Auszeit genommen von Bogdan Tanjevic, dem Coach von Stefanel Mailand. Während wir hier nochmal den Drei-Punkte-Wurf von Theoman Alibegovic zum 25:20 für die Berliner sehen. Bodiroga jetzt gegen Obradovic. De Pol gegen Alibegovic. Obradovic und Alibegovic pausieren. Und dann wieder ein Drei-Punkte-Wurf. Also jetzt wird es langsam eng. 32:25. Die Führung für Stefanel. 12-0 Punkte in Folge für die Italiener. Und ein Foul von Alessandro De Pol. Nochmal dieser letzte erfolgreiche Drei-Punkte-Wurf. Öztürk, Freier, endlich! Der letzte Angriff der ersten Halbzeit. Sie sehen es, da unten laufen die letzten Sekunden. Die Berliner jetzt mit einer Zone. Au! Und dann bringen sie den Dreier doch tatsächlich noch unter. Ja, das ist die Schwäche der Zone. Bei Würfen gegen die Distanz hat man dann Schwierigkeiten. Bei Würfen aus der Distanz. Und in diesem Fall war es Alessandro De Pol. Ein langer Mann mit 2,04 Meter, der hier den letzten Dreier der Partie in der ersten Halbzeit versenkt. Und wir sehen auch noch einmal hier diese Aktion von Sascha Obradovic, dieser schöne Korbleger. Gut seine Leistung in der ersten Halbzeit. Die von Sascha Obradovic, wie die vom gesamten Berliner Team, das durchaus chancenreich zurückliegt, wenn es mal so formuliert werden soll. Ein Wort noch zu der Stimmung, zu der Atmosphäre hier in der Sporthalle Charlottenburg. Vor 2 Wochen gegen Caceres war es schon sensationell. Ich denke einfach, dass so etwas möglich ist, wo ich lange Jahre gespielt habe und Basketball war ein Stiefkind in Berlin. Wir haben zwar immer oben irgendwo mitgespielt, aber dass wir heute sagen können, wir schaffen es, 2.500 Leute in eine Halle zu bringen, wo nicht mal ein Spiel stattfindet, sondern wenn man nur auf einer Leinwand schauen kann und die machen einen Alarm, dass man glauben könnte, man wäre in Mailand. So, und wir schauen uns mal ein paar Ausschnitte, ein paar Reaktionen der Zuschauer aus der ersten Halbzeit an. Der neue Spielstand. Nun wieder hinein ins Vergnügen, hinein in die zweite Halbzeit. Viel Spaß
bei dem zweiten Durchgang. Wieder mit dem Reporter Andreas Witte. Röde. Bisschen Pech jetzt beim Abschluss. Allerdings auch sehr schnell genommen, der Wurf. Aber das ist auch die Devise von Svetislav Pešić, der sagt, man muss hier mit Mut aufspielen. Man muss, wenn man die Chance hat zum Wurf, diesen Wurf dann auch sofort nehmen. Denn auf diesem Verteidigungsniveau bekommt man nicht so viele freie Würfe. Binkes fünftes. Also da haben sie ihn jetzt auch ein bisschen rausgepfiffen, meine ich. Schauen wir uns das nochmal an. Ja, naja. Kann man vielleicht pfeifen, diesen langen Spreitschritt von Gunter Binke. Bodiroga auf der Gegenseite. 12 Punkte mittlerweile für ihn. Ah, immer wieder eine Augenweide zuzuschauen, wie Obradovic den Ball führt. Freier. Der wird nicht mehr zählen. Obradovic. Oh, Alibegovic und Fučka, die liefern sich da ein Duell. Und wieder, endlich mal wieder, Sieger Teoman Alibegovic. 4 Punkte bisher für den slowenischen Nationalspieler in der zweiten Halbzeit. 17 sind es insgesamt. Portaluppi, den muss man eng markieren. Fučka, das macht er gerne. Reinschneiden in die Zone und dann nach Ballerhalt werfen und treffen. Kann mit beiden Händen werfen, haben Sie das gesehen? Handwechsel von links auf rechts. Ganz gefährlicher Mann, dieser erst 24-jährige Italo-Slowene. Sebastian Machowski, Freier. Obradovic wartet, bis er den Block gestellt bekommt. Schön gemacht. Machowski. Ja, 3-Punkte-Wurf von Sebastian Machowski. Gentile mit diesem Stockfehler. Obradovic, Schrittfehler. Und Foul von Cantarello. Ja, steht nicht, hat keine klare Verteidigungshaltung, deswegen die Proteste der Zuschauer nicht zurecht erfolgend und auch überflüssig. Wichtiger wäre allerdings gewesen, dass man diesen Fastbreak verwandelt hätte. Aber da scheiterte Machowski, der den Ball allerdings auch nicht optimal zugespielt bekam. 2 Freiwürfe für Sascha Obradovic. Der Junge steht heute so oft an der Linie wie in der letzten Zeit, wohl lange nicht mehr. ...25 Punkte für Sascha Obradovic. Der Ausgleich 69-69. Und nach langer, langer Zeit und nach einer bitteren Durststrecke in der zweiten Halbzeit wieder mal eine Führung für Alba Berlin. ...71-70, der neue Spielstand für die Gastgeber, für Stefanel Mailand, für diese Mannschaft mit dieser großen Tradition als Olympia Mailand spielt man seit 1936 in der ersten Liga, holte 24 Mal die Meisterschaft, 3-mal den italienischen Pokal, 3-mal den Landesmeisterpokal, 3-mal den Pokal der Cupsieger und 2-mal den Courage Cup. Und gegen diese Mannschaft führt Alba Berlin jetzt wieder mit einem Punkt. Jetzt müssen Sie aufpassen, nur noch 6 Sekunden auf der Shot Clock. Der Wurf muss kommen, Obradovic muss abdrücken. Hey, Rebound von Öztürk und diesmal macht den mit links. Und noch ein Foul hinterher. Ja, und das Gesicht, diese Augen sagen alles. Und diese Geste von Henrik Rödel zu seinem Mannschaftskollegen und Freund von Alba Berlin, Teoman Öztürk. Ebenfalls, der Korb zählt, das ist wichtig. Und noch ein Foul dazu, also der Bonuswurf von der Linie für Öztürk. Weiter geht's, noch 2 Minuten und 56 Sekunden auf der Uhr. Und Alba Berlin führt mit 69-77. Es könnte nicht besser sein. Wir wollen uns nicht zu früh freuen, denn dieser Pokal wird in 2 Spielen vergeben. Das ist völlig klar. Aber dieses Ergebnis macht Mut fürs Rückspiel. Und dieser Dreier
der schmerzt die italienische Deckung. Und wer sonst als Sascha Obradovic sollte ihn heute geworfen haben? Sein dritter Dreier, 33 Punkte. Und das kleine jugoslawische Nationalmannschaftsduell gegen Bodiroga hat er klar gewonnen. Und jetzt danken sie auch noch ein. Leichte Anzeichen von Resignation bei Stefan in Mailand und prompt eine Auszeit des italienischen Coaches. Schauen wir noch mal diesen Schnellangriff an. Abgeschlossen durch Dunking von Teoman Alibegovic. Kein dummes Foul mehr jetzt machen, aber intensiv natürlich die Leute markieren. Portaluppi, Fučka, nein, natürlich nicht, der ist draußen. Nee, der ist da vorne beim Rebound. Nochmal zwei Freiwürfe für Pessina. Jetzt kann er ausgleichen mit dem nächsten. Zum 87-87, aber dann hat Alba noch einen Angriff. Also es ist noch alles drin. Der Ausgleich. Letzter Angriff. Letzte Chance. Vielleicht kann man hier sogar noch gewinnen. Obradovic schießt. Okulača. Und dann ist diese Partie vorbei. 87-87. Unentschieden. Eine glänzende Ausgangsposition für das Rückspiel in einer Woche in der, wie gesagt, ausverkauften Berliner Deutschlandhalle. Ich finde es etwas unpassend. Es ist aber auch wieder vor diesem Spiel geschrieben worden, dass möglicherweise die Mannschaft sich nun in so erfolgreiche Sphären gespielt hat, dass man sie sich im nächsten Jahr gar nicht mehr leisten könnte. Einige Kollegen schreiben das immer wieder. Können Sie vielleicht die Fans beruhigen, dass Basketball in dieser Leistungsstärke auch vielleicht in der nächsten Saison in Berlin möglich sein wird? Ein Riesenvorteil für Berlin ist, dass alle Spieler gerne in Berlin spielen möchten, weil sie die Stadt lieben. Und da werden sie nicht solche Forderungen stellen, dass sie sie nicht erfüllen könnten. Ich bin ganz sicher, dass wir im nächsten Jahr mit der gleichen Mannschaft spielen. Exzellente Leistung von Alba Berlin. Und wir hoffen natürlich, dass dieses Unentschieden, dieses 87-87 reicht. Und dass in der Deutschlandhalle am Mittwoch dann ein Sieg herausspringt. Und das kann schon einer mit einem Punkt sein. Am 15. März wurde ein besonderer Tag, ich meine ein besonderer Tag für uns alle Basketballer, weil das erste Mal eine deutsche Vereinsmannschaft hat geschafft, in einem Europapokalspiel zu spielen. Und das war ein großer Tag, ich glaube nicht nur für Basketballer, sondern auch für alle Berliner und vor allem für alle Sportler. Das Spiel kann jeden Moment losgehen. In der ersten 5 bei Berlin. Okulača mit der 8. Der Kapitän Stefan Beek nach längerer Verletzung wird noch geschont auf der Bank. Behnke als Center hier mit dem Sprungball. Alibegovic dort mit der 7. Die ersten Punkte. Nein, Schrittfehler hat der griechische Schiedsrichter Kostas Koromilas entschieden. Der andere Herr kommt aus England, der Referee, und heißt Alan Richards. Ansonsten noch Obradovic und Henrik Röde bei den Berlinern in der ersten 5. Bei den Italienern sind es Gentile, Bodiroga, dann Alberti, Pessina und Depot. Alibegovic, die ersten Punkte für die Berliner. Der Korb zählt, obwohl der Berliner Spieler gefoult wurde. Und das heißt, er kriegt noch einen Bonuswurf von der Linie hinterher. Der Vorteil also bleibt für ihn bestehen. Die Aktion wird gültig gewertet. 2 Punkte für Berlin. Und jetzt noch einen Freiwurf, der zählt einen von der Linie hinterher für Teoman Alibegovic. Auch der drin, 3-0 Führung für die Berliner. Und ich sage es nochmal, ein wahres Endspiel heute. Wieder Obradovic, versuchen dort jetzt einen freien Mann zu finden. Schön gemacht von Obradovic, der ja in Glanzform war, in Mailand 34 Punkte erzielte. Der Matchwinner vom Forum Milano Fiori. Und auch jetzt scheint er ein gutes Händchen zu haben. 5-1 die Führung für die Berliner. Da müssen sie aufpassen, da sind sie gefährlich, die Italiener, von dieser 3-Punkte-Markierung. Und das beweist in dieser Situation Ferdinando Gentile jenseits dieses Halbkreises, 6,25 Meter, dort sehen Sie ihn auch auf der anderen Seite aufgezeichnet, vom Korb entfernt. 10 Entwürfe, wenn sie durch die Reuse gehen, 3 Punkte. Alibegovic, klasse freigespielt, dort unter dem Korb der Italiener und keine Probleme für ihn, auf 7-4 zu erhöhen. Svetislav Pešić
mit neuen Anweisungen für sein Team, der Erfolgstrainer der Berliner. Zählt. Hey, der ist ja ganz groß drauf in dieser Anfangsphase. Teoman Alibegovic, Basketballer des Jahres in Deutschland, vor kurzem erst vom Fachpublikum und von der Fachpresse zu diesem Mann gewählt. Jetzt kommen auch die Anforderungsrufe hier für Teoman Alibegovic, den 28-jährigen slowenischen Nationalspieler. Wieder der Vorteil bleibt bestehen und der zusätzliche Bonuswurf von der Linie. Es bleibt beim 9:6 für Alba Berlin. Gentile besorgt den Spielaufbau bei den Italienern. Bodiroga und dann von außen Bessina. Hat einen sehr guten Sprungschuss aus einer Entfernung von 4-5 Metern. Bogdan Tanjevic etwas erregt, weil sich sein Center Paolo Alberti da verletzt hat. Schnellangriffsmöglichkeit und Dunking durch die Reuse gedrückt. 3,5 Meter hoch und kein Problem für Teoman Alibegovic, der selbst 2,5 Meter misst. 11 Punkte bisher von den 13 der Berliner hat er erzielt. Großartige Partie bisher von Teoman Alibegovic. Spielstand 13:12. Fehlwurf, Okulacza mit dem Rebound. Henrik Röde, sicher abgedrückt. Und wieder 3 Punkte Vorsprung für Alba Berlin, 15:12. Kleiner Blick zur Seite. Alibegovic, der kann ja einfach nur loslassen heute, der Teoman. Es fällt alles rein, Gott sei Dank. 19:14. Schauen Sie mal, wie intensiv da verteidigt wird. Vom körperlosen Sport kann ja längst keine Rede mehr sein beim Basketball. Gentile, sehr schön gemacht gegen den 2,21 Meter Center dort hinten gegen Gunter Behnke. Einfach über ihn drüber geschossen. Fehlpass von Alibegovic. Der Pol. Mit Foul. Das heißt, auch dieser Korb zählt und er wird noch einen Bonuswurf von der Linie bekommen. Die Möglichkeit auszugleichen für die Italiener, die nach diesem erfolgreichen Schnellangriff von De Paul mit 18:19 zurückliegen. Zunächst nochmal dieser Freiwurf von De Paul. Verwandelt zum Ausgleich 19:19. Rund 9 Minuten von den ersten 20 sind absolviert. 21:19. Die Führung für Alba Berlin. Obradovic, klasse seine Ballbehandlung. Und so viel Gefühl beim Wurf. 23:19. Schauen Sie mal, durch diese beiden Bewacher tankt er sich da unten durch. Filigranarbeit. Okulacza geht raus. Gunter Behnke ebenfalls. Und es kommt der Kapitän, Stefan Beck, der ja schon gegen Oberelchingen die Generalprobe in der Bundesliga sozusagen hier in der Deutschlandhalle am letzten Sonnabend erfolgreich bestand, was seine Verletzung anbelangt. Er kann wieder mitmachen und Teoman Alibegovic ist ebenfalls zurückgekommen. Bei den Italienern ist Hugo Sconocchini in der Partie und das war ebenfalls ein Offensivfoul von Fucca. Ademola Okulacza, der 19-Jährige, mit einer kleine Pause auf der Bank. Stefan Beck auf Alibegovic. Obradovic, das ist der Mann, der aufbauen muss und der jetzt da rauskommen soll. Alibegovic hat sich aufgepostet. Das Duell gegen Fucca. Wenn man so will, ja ein Landsmann. Und wieder drin. Großartige Vorstellung. Ein Mann mit einem absoluten Siegeswillen. Teoman Alibegovic mit 15 Punkten nach 10 Minuten der ersten Halbzeit. 7 Mannschaftsfouls bereits bei Alba Berlin. Die individuellen Fouls der Spieler werden addiert. Und das war einmal mehr Ferdinando Gentile, der dort erfolgreich war. Verkürzen kann auf 25:23. Das die Führung für Alba Berlin. Öztürk, hey, geblockt. Besser wäre gewesen, mit voller Wucht zum Dunking zu gehen. Fucca, da sehen Sie mal, was für eine klasse Ballbehandlung dieser 2,14er hat. Dribbelt über das halbe Spielfeld und drückt dann oben einfach rein.
mit Dunking abgeschlossen. Gregor Fučka. Alibegovic, ein Dreier hat er heute noch nicht probiert. Und den schafft er auch. Phänomenal. Die Leistung von Teoman Alibegovic. 18 Punkte für ihn. Und 28 zu 25 der Spielstand zugunsten von Alba. Klasse verteidigt von Henrik Rödel. Dunking. Ja. Und da ist die Kulisse auch da nach dieser glänzenden Aktion von Henrik Rödel. Skonokini hat den Platz, um zu ziehen und macht das sehr, sehr schön. Der Ausgleich, 32 Beine. Bodiroga gegen Henrik Rödel. Hat der Henrik bisher sehr gut gemacht, nur 5 Punkte für Bodiroga. Hey, da haben sie Glück gehabt, die Italiener, dass sie dranbleiben nach dieser eigentlich missglückten Aktion dort. Nochmal neu. 4 Sekunden nur noch auf der Wurfuhr. Bodiroga muss werfen. Tut das auch. Rebound für die Berliner. Freier. 2-Punkte-Wurf von Ingo Freier. Stand auf der Linie. 35 zu 34 führt Alba Berlin. Ein gefährliches Angriffstandem dort im Hinterfeld der Italiener. Schöner Lobpass auf Pessina und er macht das sehr, sehr gut dort unter den Körben. Da haben sie Vorteile, ganz eindeutig. Rödel, schön herumgewunden und dann einen kleinen Spin noch den Ball verliehen. Einen kleinen Dreh mit den Fingern hereingerollt zum 40 zu 42. Und Sie sehen da oben die Uhr noch, 2,5 Minuten in der ersten Halbzeit. Gentile, hey, da muss man eine Hand reintun. Den darf man nicht freischießen lassen. Das waren 3-Punkte-Wurf. 45 zu 40 für die Italiener. Und das ist gegen ein Team wie das von Alba Berlin, das für seine gute Verteidigungsarbeit bekannt ist normalerweise. Eine zu hohe Ausbeute. Alibegovic ebenfalls mit einem Dreier. Sein zweiter. 24 Punkte für Alibegovic in der ersten Halbzeit. Sensationell. 43 zu 45 aus Sicht von Alba. Skonokini. Möglichkeit zum Ausgleich. Okolaccia zählt. Der Korb zählt und Gentile fault Okolaccia. Das heißt, es gibt noch den obligatorischen Freiwurf von der Linie hinterher. Schöner Pass, haben Sie gesehen. No look, sagt man dazu im Basketball, ohne Blickkontakt. Dem Gegner ins Auge geschaut und dann nach links herüber gespielt zu Adi, wie sie ihn in Berlin nennen, den 19-Jährigen, der momentan versucht, am JFK-Gymnasium, am Kennedy-Gymnasium hier in Berlin sein Abitur zu machen. Ich glaube, der Korac Cup wäre ihm genauso lieb wie die Reifenprüfung. Hey, wer war zuletzt dran? Oh. Sie sehen die Uhr oben. Die Berliner werden also versuchen, natürlich die Zeit so weit wie möglich herunterzuspielen und dann nochmal zum Erfolg zu kommen. 47 zu 48. Behnke. Weiterhin Probleme beim Rebound. Ganz eindeutig. 48 zu 47 für die Italiener. In Mailand kamen sie kurz vor der Pausensirene noch zu einem 3-Punkte-Wurf. Und jetzt? Weg ist er. Kein Foul. Und Halbzeit. 48 zu 47. Ein Punkt Vorsprung für Stefan El Mailand zur Pause. In einer Partie, die spannend bleibt. Alle, die erwartet hatten, dass die Berliner hier Mailand nach dem Unentschieden in Italien praktisch überrollen würden. Die sehen sich getäuscht. Die Experten haben es vorher gewusst. Das wird eng. De Paul, Gentile, Bodiroga, Alberti und Pessina
die ersten fünf wie in der ersten Halbzeit. Ademola Okolaca, Ali Begovic, Henrik Rödel, Gunter Behnke und Sascha Obradovic für Alba Berlin. Die letzten 20 Minuten, noch 20 Minuten bis zur Übergabe des Korac Cups an ihn oder an die Berliner, das wird sich zeigen. Wichtig, dass man erstmal im Ballbesitz kommt, Henrik Rödel. Obradovic. Okolaca. Behnke noch ohne Punkt. Sprungball, nachdem da sowohl ein Italiener als auch Gunter Behnke die Hände an den Ball bringen. Ja, wenn der Gunter Behnke noch ein bisschen mehr eingebunden werden kann, auch in der Offensive, das wäre wichtig, dass sich nicht alles dort auf Ali Begovic konzentriert. Und sie haben gewechselt in der Deckung. Da ist offensichtlich jetzt Henrik Rödel auf Gentile angesetzt worden. Dafür macht Bodiroga jetzt gegen Ali Begovic und Obradovic die beiden Punkte. Obradovic wird da gut zugemacht, muss wieder rausdribbeln. Oder Gunter Behnke finden. Schön gepasst und Dunking von Theoman Ali Begovic. Kein Problem. Für den Mann, der bis zum 16. Lebensjahr noch überlegte, ob er nicht lieber Violinspieler werden sollte, hat ein Stipendium für die Musikhochschule in Wien und ist, so sagt man heute jedenfalls in Berlin, Gott sei Dank, zum Basketball gekommen. Gentile, ja, wird jetzt von Rödel besser verteidigt. Obradovic mit der Möglichkeit zum Schnellangriff. Gefährliche Aktion. Bodiroga versuchte dort ein Offensivfoul von Obradovic zu provozieren. Und die erhobene Faust, die 5 sozusagen, deutet an, dass sie jetzt ein neues System spielen wollen. Ganz rausgekommen ist dort Alberti mit der 11. Er hat jetzt den Platz. Pessina, nicht zu stoppen, wenn der frei zum Wurf kommt. In einer Entfernung zwischen 2 und 5 Meter ist er sehr, sehr treffsicher. 54 zu 49. Jetzt sich bloß nicht abschütteln lassen vom Team aus Stefan L. Mailand. Ali Begovic, 3-Punkte-Wurf und ebenfalls drin. Also er liefert ab, das ist sensationell. 29 Punkte und sein dritter Dreier in dieser Partie, 100% in dieser Beziehung, Theoman Ali Begovic. Aber seine Leistung allein wird nicht reichen, da müssen andere dazukommen. 52 zu 54 liegen die Berliner zurück. Schön gedeckt, Rebound. Endlich mal wieder einen Rebound geangelt durch die Berliner. Okolaca hat in der Offensive natürlich nur beschränkte Möglichkeiten, ist aber gerade für das Reboundverhalten sehr, sehr wichtig bei den Berlinern. Gefährlicher Pass von Sascha Obradovic, ein Instinktspieler, der manchmal einfach so einen gefährlichen Wurf dann auch raushaut. In diesem Fall haben die Italiener die Finger dazwischen. Bodiroga jetzt gegen Okolaca. Sie wechseln sich ab in der Verteidigung, auch weil Henrik Rödel jetzt mit Fouls ja schon sehr belastet ist, mit Reihen eben gegen Bodiroga. Gentile. Immer gleich 3 Italiener beim Offensivrebound, aber diesmal sind die Berliner schneller und das ist das, was der Assistenzcoach ansprach. Den Rebound sichern und das eröffnet Möglichkeiten zum Schnellangriff, der hier abgeschlossen wird durch Ademola Okolaca. Und der wird noch gefoult und wird an den Bonuswurf dazu gebracht. Ganz, ganz wichtige Szene, weil sie auch gezeigt hat, dass die Berliner mit diesem Mittel wirklich zum Erfolg kommen können, dass sie Schnellangriffe laufen können in dieser Partie. Hoffentlich bringt er auch den Fall. Freiwurfquote bleibt schlecht. Jetzt geht's los, skandieren sie hier. Hoffentlich stimmt das. Sieht so aus, Henrik Rödel. Endlich mal. Nach langer Zeit mal wieder eine Führung für Alba Berlin. 56 zu 54. Mailänder ebenfalls mit einer Manndeckung agierend. Rödel, klasse!
super, da gleich zwei Spieler ins Leere laufen lassen und dann mit Kraft und mit Vehemenz mit diesem Dunking abgeschlossen. Das bringt auch etwas für die Psyche. Obradovic verschleppt das Tempo, 20 Sekunden noch auf der Uhr. Obradovic, Handwechsel auf links und dann ist er drin, 61-56. Ja, großartig diese Bewegung, in die Zone hereingesprungen, dann der Zweierkontakt zum Korbleger. Hat er gesagt, haben Sie es gehört zum Schluss, das heißt so viel wie vorwärts, los geht's Jungs. Ja, sie wollen auf ihn spielen. Ja. Hey. Ich glaube, es wird gepfiffen werden, dass er sich dort oben festgehalten hat am Ring. Technisches Foul gegen Teoman Alibegovic. Eine äußerst kleinliche und dumme Entscheidung der Schiedsrichter. Sich dort festzuhalten ist verboten. Und deswegen jetzt auch die energischen und verständlichen Diskussionen von Svetislav Pešić mit Herrn Richardson aus England. Wirklich kleinlich diese Entscheidung. Unter Binke. Muss er. Wird gefoult. Wird auf jeden Fall an die Freiwurflinie gehen. Und zwei Würfe bekommen. Pessina, ja, da hat er den Arm dran. Das ist ein viertes. Alberti 4, Pessina 4. Also da haben sie Schwierigkeiten. Und die Berliner werden gut daran beraten, in der nächsten Zeit den Ball oft dort unter den Korb zu bringen. Auch wenn wahrscheinlich Pessina gleich gehen wird. Denn De Pol hat sich da unten schon für eine Auswechslung bereit gemacht. Während Gunter Binke den ersten Freiwurf versenkt, sein erster Punkt in dieser Partie. Der zweite mit Glück. 63-60 für Alba Berlin. Portaluppi. Jetzt kommen sie wieder, die Defense, Defense, Anfeuerungsrufe. Schön gespielt, De Pol. Sehr gut gemacht. Alibegovic ist zu eng, kann er nicht machen. Nochmal rumpassen, 10 Sekunden noch auf der Wurfuhr. Rödel, jetzt wird es langsam eng, jetzt muss man sich was einfallen lassen. Beek mit dem Dreier, ja! Und wie befreit reißt der Kapitän dort beide Arme nach oben. Und die Halle springt auf. Die ersten Punkte für Stefan Beek, ein Dreier. Skonokini mit Dunking nach diesem Schnellangriff. 71-69, ich habe es Ihnen gesagt. 5 oder 6 Punkte sind nichts im Basketball. Sie doppeln schon da vorne, also mit 2 Leuten auf den ballführenden Spieler. Da muss man versuchen, den Ball unten an die Grundlinie zu bringen. Genau da, wo Gunter Binke steht und den Korb macht per Dunking. Skonokini. Das ist ja der Defensiv-Rebound. Und jetzt muss der Fastbreak kommen, der Schnellangriff. Abgebrochen. Rödel, ja. 75-72, Henrik Rödel mittlerweile mit 15 Punkten, 12 für Obradovic, 30 für Teoman Alibegovic. Gentile hat 4 Fouls. Futschka ebenfalls, De Pol ebenfalls. Also sie spielen schon ganz schönes Risiko da jetzt. Obwohl die Roga ist nicht zu stark. Sehr gut zugemacht. Dann Schwierigkeiten. Noch 5 Sekunden auf der Schussuhr. Skonokini, Rebound, gesichert. Fastbreak-Möglichkeit. Alibegovic, den muss er abschießen. Macht er. Nicht zu früh freuen, liebe Freunde da unten. Weiter konzentriert dabei bleiben. Auch nach diesem Dunking von Alibegovic. 32 Punkte für ihn. 82-74. Wir müssen wieder rübergehen. Da kommt der Dreier der Italiener. Die direkte Antwort. 82-77. Jetzt bleibt es eng hier. Spiel ist noch längst nicht entschieden. Keine Fehler mehr machen. Noch 40 Sekunden auf der Uhr. Keine Fehlpässe mehr. Es bleibt beim 82-77. Binke, faul.
Unterbehnke geht an die Linie, fünftes Foul von Gregor Fuchska, 35,7 Sekunden vor Schluss, sicherlich egal. Ali Begovic jubelt schon, das sollte er nicht tun da hinten. Ich gönne ihm die Freude, ja, aber das Spiel ist noch nicht gewonnen. Noch 35,7 Sekunden, meine Damen und Herren. Soll es denn wahr sein? Soll das der erste Europapokal-Triumph einer deutschen Vereinsmannschaft sein? Wir müssen es abwarten. 5 von 10, die Quote von Gunter Behnke, beide drin. Und ich meine, wir können schon mal ein bisschen feiern. Aber es bleibt dabei. An der Linie eine Niederlage nach der anderen. Der zweite jedenfalls. 83 zu 77. 6 Punkte Vorsprung. Sie müssen schnell abschließen. Keine Fouls mehr bei den Berlinern. Nicht mehr faulen. Und so verhalten sie sich auch. Sie lassen Depol durchgehen. Sie müssen jetzt versuchen, den Ball sauber nach vorne zu spielen. Henrik Röde, das muss man raus. 10 Sekunden. Raus aus der Hälfte. Ja, gerade noch so gelungen. Die letzten 10 Sekunden. Ich glaube, das wird der Europapokal gewinnen, meine Damen und Herren. Zum ersten Mal Ali Begovic. Und er ist drin. Und das ist der Sieg. Da lege ich mich fest. Die letzten 5 Sekunden. 85 zu 79. Gehen wir nochmal aufs Spielfeld. Der letzte Wurf. Und dann ist diese Partie vorbei. Alba Berlin gewinnt als erste deutsche Mannschaft den Vereinspokal des Korac Cups. Einen Europapokal überhaupt. Und er fühlt in dieser Situation mit seinem Freund Tanjevic. Und sie freuen sich. Unbändige Freude nach diesem Sieg, diesem historischen. Dieses Wort ist heute wirklich angebracht. Dem ersten einer deutschen Vereinsmannschaft. Meine Güte, war das eine spannende Partie. Bis zuletzt. Wahnsinn. Wir sind alle fix und Foxy, wie es so schön heißt. Und ich kann mir vorstellen, das geht Ihnen zu Hause genauso. Und jetzt lasse ich Sie mit diesen Bildern der Freude auch einen Moment allein. Ich kann nicht sagen, es ist unglaublich. Alba Berlin ist Europapokalsieger. Das ist unfassbar. Die Fans sind fantastisch, die Mannschaft ist fantastisch. Wir sind ziemlich gut. Svetislav, wir hatten ein bisschen Angst aufgrund der schlechten Freiwurfquote. Okay, Arimola Okalacha, die große Entdeckung von Svetislav Pešić in die Saison ist auch gekommen. Svetislav Pešić, sehr schlecht von der Freiwurflinie. Wir haben gebankt und gezittert, dann ist es doch noch gut gegangen. Also jetzt, ich habe keine Zeit, die Spiele analysieren. Ich will jetzt diesen Sieg richtig feiern. Keine Kommentare mehr. Ja, schauen Sie sich das an. Das Lob von Knut Tesmer für den besten Werfer in dieser Partie. Tiomán Alibegović, 34 Punkte. Und das sind zwei Freunde. Bogdan Tanjevic, der hat dieses Finale verloren. Nein, tut mir leid, der sieht so ähnlich aus. Das ist er, das ist Bogdan Tanjevic. Und es gibt ein Küsschen. Unter den Freunden. Eine tolle, eine schöne Geste. Denn Svetislav weiß, wie es in diesem Mann drin aussieht. Und das sind die Gesichter der Berliner. Und da kommt der obligatorische Shampoos. Ja, den haben sie sich verdient. Und das ist der Korac Cup. Der muss irgendwie im Gewühl schon übergeben worden sein. Wahrscheinlich von Aldo Vitale, ein Italiener. Den hatten sie hier eingeladen. Vielleicht, weil die Experten eher mit Mailand gerechnet hatten. Der Präsident des Europäischen Verbandes, der FIBA, des Weltverbandes, hat diesen Pokal übergeben. Das war Aldo Vitale, das haben wir nicht mehr drin gehabt. Aber es ist ja auch egal. Da freuen sie sich alle. Gunter Behnke, der in der zweiten Halbzeit aufgewacht ist, der ein großes Spiel dann vor allen Dingen unter den Körben gemacht hat, der so eminent wichtig war in den zweiten 20 Minuten. Und da geht ein bisschen was rein in diesen nach Radivoj Korac benannten Korac-Pokal. Ja, ich habe es hier oben ein bisschen ruhiger in der Kabine, aber ich wäre lieber da unten, muss ich ganz ehrlich sein, und würde mit den Jungs da unten mitfeiern. Da sehen wir noch mal kurz einen der Vizepräsidenten, Andreas Fellmann, und Gunter Behnke. Der hält ihn fest und der gibt ihn nicht wieder her heute. Ich war stolz auf alle People hier, alle Leute in dieser Halle. Alle diese 10.000 Zuschauer, das sind heute gekommen hier. Danke, danke alle. Das ist... Das ist neue Basketball Berlin. Und danke alle. Das ist der beste Tag in meinem Leben, wo meine Mannschaft hat eine unglaubliche Sache gemacht für diese Land und für diese Stadt. Danke, danke, viele, viele Mal. Danke. Er war Spitze! Er war Spitze!
white moon. Warmer G was on the streets trying to consume some skirts for the E so I could get some phones. Rolling in my ride, chilling all alone. Just hit the east side of the LBC on a mission trying to find Mr. Warren G. Seen a car full of girls, ain't no need to tweak. All of you skirts know what's up with 213. So I hooked select on 21 and Lewis. Some brothers shooting dice, so I said, let's do this. I jumped out the rock and said, what's up? Some brothers bought some gas, so I said, I'm stuck. Since these girls peeping me, I'm gonna glide and swerve. These hookers looking so hard, they straight hit the curve. Want to bigger, better things than some horny tricks. I see my homie and some suckers all in his mix. Explode. Now I'm switching my mind back into freak mode. If you won't skirt, sit back and observe. I just left a gang of those over there on the curb. Now they got the freaks, and that's a known fact. Before I got jacked, I was on the same track. Back up, cause it's on N-A-T-E and me. The woman to the G.